Herzlich willkommen, Dr. Claudia Banz. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Hallo zusammen. Ich habe Ihnen keine Präsentation mitgebracht, weil ich Ihnen nachher sozusagen analog real gerne eine Führung anbiete durch die Ausstellung. Ich glaube, Sie haben dafür vorgesehen 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr. Vorweg aber kurz ein paar Worte an dieser Stelle. Ich freue mich, heute hier zu sein, weil es eigentlich ein schönes Beispiel für Vernetzung und Zusammenarbeit. Ich habe diese Ausstellung Food Revolution 5.0 letztes Jahr kuratiert und sie wurde in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe gezeigt und dann wurde ich von Engine Food eingeladen, die Ausstellung letztes Jahr vorzustellen. So kam der Kontakt zustande und deswegen sind Sie auch heute alle hier bei uns. Food Revolution 5.0, kurz, warum heißt sie 5.0? Wir haben lange recherchiert für diese Ausstellung und wir haben vor allen Dingen recherchiert, was machen denn Designer, wie setzen die sich mit der Thematik auseinander. Und was wir da ganz interessant fanden, ist, dass, also es ist ja eine sehr deutsche Zählweise, Industrie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, das Smarte. Und dann haben wir festgestellt, viele Designer sagen aber, und nicht nur die Designer, sondern auch andere Berichte fordern, dass man natürlich die aktuellen Technologien und den Fortschritt nutzen soll, aber das wieder zurück vernetzen soll, anknüpfen soll an altes Kulturwissen, was sich gerade über die Jahrhunderte ja auch im Bereich von Nahrung, von Nahrungsmittelanbau, Produktion, Lagerung von Nahrungsmitteln herausgebildet hat und was wir heute oft, was heute leider oft in Vergessenheit geraten ist, zum Beispiel, wie wir unsere Lebensmittel gut lagern können und nicht alles gehört in den Kühlschrank zum Beispiel. Und so kam es also zu dem 5.0 und es ist wirklich ganz interessant, dass auch in der Designszene sich eine ganze Menge tut und was ich persönlich ganz interessant finde, ist, dass auch an den Hochschulen man die Zeichen der Zeit erkannt hat und auch immer mehr Food Departments einrichtet. Also es gibt ein Food Department, das hat Mareihe Vogelsang, von der haben wir auch eine Arbeit hier in Eindhoven eingerichtet, das ist somit die bedeutendste Design Academy. Dann in Mailand am Politecnico gibt es ein Food Department. Letzte Woche war ein Kollege aus Köln hier von der Kunsthochschule für Medien und hat gesagt, wir wollen auch ein Food Department einrichten. Also auch die politische Dimension von Nahrung und Ernährung, das wird immer mehr erkannt. Die Stadtgesellschaft, die Politiker hier und in anderen Städten erkennen, wie wichtig das ist, auch Gemeinschaftsverpflegung etc. Also kurzum, auch in dieser ganzen Welt, in der ich und mich bewege, wird sehr viel drüber nachgedacht und das habe ich in der Ausstellung, habe ich ein paar Beispiele zusammengetragen. Es gab viele Neuproduktionen und als Sie hier oben durchs Kunstgewerbemuseum durch den Eingang gekommen sind, sind Sie zum Beispiel durch diese Wiese ist es nicht, aber durch diese Obstbäume, Plantage gegangen und haben sich bestimmt gefragt, was soll das denn und warum hängen die am Tropf? Und das ist eine site-specific Installation von Ton Maton, das ist ein niederländischer Designer und Stadtplaner und er hat genau dieses Thema aufgegriffen, essbare Stadt, wie können wir, weil es ist ja immer die Rede davon, lokale Produktion und Ressourcen, wo können wir die anbauen, was für Flächen gibt es in der Stadt und viele von uns Städtern, und dazu zähle ich mich auch, haben wir ein sehr romantisches Verhältnis, denken, ach ja toll, Natur ist da, prima, wachsen Äpfel und sonstiges mehr und das ist doch alles ganz einfach. Aber, und auch das hat die Praxis hier bei uns gezeigt, nicht nur wegen des heißen Sommers, sondern man muss diese Natur, diese Ressourcen natürlich auch pflegen und dazu braucht man Zeit. Und wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, die wenigsten von uns haben diese Zeit oder nehmen sich diese Zeit. Also auch so diese Diskrepanz zwischen Anspruch, ja, wir wollen essbare Gärten, ja, wir wollen die Stadt zur Farm auch machen und auf der anderen Seite, was haben wir für Zeit, was haben wir, wenn wir in der Stadt leben, auch für andere Bedürfnisse, wie
inwieweit sind wir bereit, darauf einzugehen. Also das ist so eine Einstimmung, eher so was Dystopisches, die Bäume hängen am Tropf. Also natürlich haben wir sie real gegossen, aber sie hängen am Tropf und es ist so ein bisschen so die klinische Situation. Oder wenn Sie oben reingekommen sind, haben Sie auch zwei Arbeiten sofort im Eingang gesehen, die diese zwei Linien in der Ausstellung symbolisieren, die ich nachher gerne weiter ausführe. Das eine sind die Best-Practice-Beispiele, die es ja im Design, deswegen Design ist immer angewandt, gibt. Das andere ist mehr so das Spekulative, das Imaginieren von möglichen Zukünften. Und Sie sehen allerdings auf Museumsversion runtergebrochen eine aktuelle Forschung, die durch Designer von der HTW in Berlin in ein physisches Gebilde umgesetzt wurde. Da geht es nämlich um die Aquaponik-Technik. Die spielt ja eine ganz wichtige Rolle, wenn wir auch über Farming-Systeme in der Stadt nachdenken. Und das ist nochmal, das ist vom Leibniz-Institut für Binnengewässer, eine verfeinerte Aquaponik-Technik, die noch mehr Ressourcen zu schonen hilft. Und die sind an die HTW gegangen, haben gesagt, wir haben diese neue Forschung, gibt es Designer, die Interesse haben, die sozusagen zu visualisieren. Und das ist auch etwas, was wir immer mehr feststellen, dass es in den Forschungsabteilungen bestimmter Unternehmen auch immer mehr, dass man immer mehr Designer hinzuzieht, um eben dieses Angewandte dann direkt in die Welt bringen zu können, weil Forschung ja doch immer sehr abstrakt ist. Auf der anderen Seite sehen Sie einen Mensch, einen Torso mit einer Algenmaske, das steht für das Spekulative. Zwei Designer aus London, die gesagt haben, wenn zukünftig, wovon ja auch immer die Rede ist in den Medien, irgendwann mal tatsächlich keine Ressourcen mehr vorhanden sind, dann könnten wir uns ja zum Beispiel von Algen ernähren. Also Algen ist ja sowieso auch in aller Munde als neues Superfood. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter und sagen, wir müssten quasi zu osmotischen Wesen werden. Wir haben die Algenmaske direkt auf dem Kopf. Wir ernähren die Algen, weil die Algen brauchen uns, also ernähren wir durch unseren Atem sozusagen. Die Algen brauchen Sonne. Und umgekehrt liefern die Algen uns bestimmte Nährstoffe. Das sind also so die zwei Richtungen, die sich durch die Ausstellung ziehen. Sie sehen hier, wenn Sie hier rauskommen, auch noch eine ganze Menge Arbeiten. Es geht aber noch eine Etage tiefer. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sehr viel mehr sagen. Sie haben noch andere Dinge auf dem Programm und ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher 17:45 wiedersehen und dann gebe ich gerne noch einen vertiefenden Einblick in die Ausstellung Food Revolution 5.0. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal weiter spannende Vorträge. Vielen Dank. Applaus